Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das gab es wohl noch nie, dass die relevanten Änderungen, die von der Koalition geplant waren für das Schulgesetz, bei der Anhörung, ja, ich möchte mal sagen, so ein bisschen durchgefallen sind. Man fand nicht mal so ein bisschen, nicht mal ein klitzekleines bisschen, fanden die neuen Regelungen Zuspruch. Zur Urwahl der Schülersprecherin oder des Schülersprechers wurde ganz einfach vom Landesschülerrat in Bausch und Bogen abgelehnt, denn aus Sicht seines Vorsitzenden sei ein möglicher Wahlkampf an den Schulen eher abschreckend statt demokratiefördernd. Zu den geplanten Änderungen zur Schülerbeförderung äußerten sich der Städte- und Gemeindetag, dass das derzeitige System der Schülerbeförderung in den Landkreisen nicht funktioniert. Die Vertreter der kreisfreien Städte Schwerin und Rostock lehnten die ausschließlich sie betreffenden Änderungen in der Schülerbeförderung ab. Eine einfache Ausweitung dieser kreislichen Regelungen, dass Schülerinnen und Schüler, die nur ihre Fahrt finanziert bekommen, wenn ihre Schule weiter als 2 bzw. weiter als 4 Kilometer von der Haustür entfernt ist, würde als Übertragung auf die beiden kreisfreien Städte nicht funktionieren. In den Kreisen würden weit mehr als 50% der Kinder und Jugendlichen die Fahrtkosten erstattet bekommen, in den beiden Städten weniger als 10%. Je mehr Einzugsbereiche Rostock und Schwerin bilden würden, desto weniger Schüler würden ihre Fahrt bezahlt bekommen. Senator Bockhahn verwies darauf, dass in Rostock 13.000 Kinder und Jugendliche die Schulen besuchen. Würde er 2 Einzugsbereiche bilden, würden ca. 2.000 Schüler in die 2 bzw. 4 Kilometer Regelung fallen. Würde er 3 Einzugsbereiche bilden, wären es nur noch 1.000 Schülerinnen und Schüler und so weiter und so fort. Aus Rostocker und Schweriner Sicht keine gerechte Lösung und aus Sicht meiner Fraktion einfach eine Mogelpackung, die dann auch noch die Kreise gegenüber den Städten schlechter stellt. Sehr geehrte Damen und Herren, die vorgeschlagene Änderung, den Schülersprecher in einer Urwahl wählen zu lassen, die können wir durchaus mittragen. Auch wenn sich der Landesschülerrat dagegen ausgesprochen hat, es ist ja keine Pflicht, sondern nur die Schaffung einer zusätzlichen Möglichkeit, um das Gewähren einer Chance, ein Vielleicht, ein Eventuell. Diese Regelung richtet keinen Schaden an und sie zu nutzen oder nicht, und ich vermute eher mal, dass sie nicht genutzt wird, obliegt der Schülervollversammlung. Und Herr Dr. Jess, nochmal eine kleine Information, die Ihnen vielleicht auf die Sprünge hilft. In den Berufsschulen gibt es keine Klassensprecher, in den Berufsschulen gibt es sogenannte Tagesschülersprecher. Also da können Sie mit Ihrer Information nicht so ganz richtig liegen. Für meine Fraktion ist es viel relevanter, dass unserem Änderungsantrag zugestimmt wurde, endlich eine sehr kuriose Regelung bzw. Nichtregelung des Schulgesetzes zu beenden. Und auch hier möchte ich Ihnen, Dr. Jess, deutlich widersprechen. Bisher war es so, dass ein Schülersprecher aus den 5. bis 12. Klassen gewählt werden konnte, wurde aber zum Beispiel ein 6-Klässler-Schülersprecher, konnte er nicht Mitglied der Schulkonferenz sein, konnte er nicht Mitglied der Klassenkonferenz sein, weil dort die Altersbeschränkung gab, dass man mindestens in der 7. Jahrgangsstufe Schüler sein müsste. Das heißt, ein Schülersprecher hatte keine Chance, an den relevanten Gremien in der Schule überhaupt mitzuarbeiten. Und da ist unserem Änderungsantrag hier endlich nach 27 Jahren klare und praktikable Regelungen zu schaffen zugestimmt worden. Und dafür möchten wir uns natürlich auch bedanken, denn es hat gezeigt, dass einfach der Inhalt unserer Änderung im Mittelpunkt der Diskussion stand und Sie eben unseren Vorschlägen zugestimmt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, auf das gleiche Vorgehen hoffend bringen wir heute nochmals unseren Änderungsantrag zur Schülerbeförderung ein. Im Bildungsausschuss wurde er abgelehnt, aber wir geben die Hoffnung eben nicht auf, dass in den vergangenen 14 Tagen bei der Koalition dann doch der Gedanke gereift sein könnte, dass meine Fraktion auch mit diesem Antrag richtig liegt. Ob Landeselternrat, Landesschülerrat, Städte- und Gemeindetag, Volksinitiative Schülerbeförderung, alle
alle sprachen sich für die Einführung eines Schülertickets aus. Wenn sich nun alle dafür aussprechen, müssen wir wenigstens einen ersten Schritt gehen. Und es ist vollkommen richtig, Herr Butzki, dass die Einführung eines Schülertickets nicht übers Knie gebrochen werden kann. Aber die Abschaffung der 2- und 4-Kilometer-Regelung, die muss einfach drin sein. Diese Entfernungen wurden so willkürlich vor Jahren gewählt, vollkommen willkürlich, ohne irgendwo eine Bezugsgröße zu haben. Und niemand von Ihnen kann Eltern nachvollziehbar erklären, warum ein Erstklässler 2 Kilometer zur Schule hin und 2 Kilometer wieder zurücklaufen soll. Niemand kann erklären, warum ein Siebtklässler 4 Kilometer hin und 4 Kilometer wieder zurücklaufen muss. Niemand von Ihnen läuft am Tag oder geht am Tag 8 Kilometer und ist dann auch noch bepackt wie ein Esel. Wir brauchen derartige, unnötige Hürden nicht. Wir erschweren damit nur den Schulalltag. Und unser Änderungsantrag sieht vor, für alle Schülerinnen und Schüler und auch für ihre Eltern hier enorme Erleichterungen zu schaffen. Wir wollen, dass alle Kinder und alle Jugendlichen die Möglichkeit haben, kostenlos an der Schülerbeförderung zur örtlich zuständigen Schule teilzunehmen, unabhängig von der Entfernung der Schule von ihrer Haustür. Das Argument der enormen Kosten, die durch diese Regelung entstehen würden, das Herr Reinhardt auch im Bildungsausschuss zur Ablehnung unseres Vorschlages anführte, möchte ich heute nochmals entkräften. Und auch da komme ich dann wieder zur Hoffnung, dass sich SPD und CDU hier von unseren Argumenten überzeugen lassen. Die Busse fahren sowieso. Und es ist theoretisch egal, ob im Bus 12, 17, 24 oder 48 Kinder sitzen und zur Schule gefahren werden. Es entstünden nur dann mehr Kosten, wenn die Verkehrsunternehmen keine sogenannten Bruttoverträge hätten. Die haben sie aber auch. Alle Verkehrsunternehmen haben diese Verträge, bei denen sämtliche Aufwendungen und alle Erträge aufgelistet sind. Alles, was da nicht gedeckt ist, zahlt der Kreis. Das heißt, dass sich beim Wegfall der Kilometerregelung zwar die Kosten der Schülerbeförderung zum Beispiel um 100.000 Euro erhöhen, aber gleichzeitig reduziert sich der Verlustausgleich um eben diese 100.000 Euro. Dem Aufgabenträger der Schülerbeförderung entstünden also 100.000 Euro Mehraufwendungen und dem Aufgabenträger des ÖPNV, der hätte 100.000 Euro weniger Verlustausfall. Da der Kreis der Aufgabenträger ÖPNV ist und derselbe Kreis auch der Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist, ist es nichts weiter als linke Tasche, rechte Tasche. Ein Mehraufwand könnte nur dann entstehen, wenn die Eltern, die jetzt die Monatskarten bezahlen, diese dann nicht mehr bezahlen müssten. Und nach Auskunft der Verkehrsbetriebe hält sich das dann aber in einem sehr geringen Umfang, diese Mehrkosten. Geben Sie allen Kindern die gleiche Chance, sicher und weitestgehend unbeschwert die Schule zu erreichen. Entscheiden Sie nicht weiter, was wann gefährlich ist, sondern entscheiden Sie gemeinsam mit uns für einen sicheren Schulweg für alle Kinder und für alle Jugendlichen. Sehr geehrte Damen und Herren, was Sie nun aber gar nicht mehr überlegen müssen, ist die Rücknahme Ihrer Entschließung. Sie fordern den Landkreis Vorpommern-Rügen auf, das Schulgesetz einzuhalten. Da muss ich einfach mal sagen, das ist Murks, das ist sogar ganz großer Murks. Es bedarf Ihres Antrages nicht, denn er ist einfach nicht richtig. Der Gesetzgeber muss handeln. Aber anstatt das zu tun, fordert genau dieser Gesetzgeber jemand anderen auf, das zu tun, was er tun müsste. Das wäre so, als würde der Polizist den Staatsanwalt bitten, eine Verkehrskontrolle zu machen. Seine ureigene Pflicht kann man niemand anderem in die Schuhe schieben. Erstens gibt es das Schulgesetz, das unmissverständlich regelt. Zweitens kommen alle anderen Landkreise ihrer Pflicht nach, nur einer nicht. Da läuft eindeutig was falsch. Und drittens gibt es Urteile, die besagen, dass der Landkreis rechtswidrig handelt. Und dennoch wollen Sie mit Ihrer Entschließung erreichen, dass der Landkreis bitte, bitte, bitte endlich rechtskonform handelt. Das Land muss hier schleunigst in die Puschen kommen und dafür sorgen, dass geltendes Recht umgesetzt wird.
Nehmen Sie bitte diese Entschließung zurück. Nehmen Sie Ihr eigenes Schulgesetz ernst. Handeln Sie und betteln Sie nicht den Landkreis Vorpommern-Rügen an, endlich gültiges Recht umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nur noch mal auf die Bildungsministerin erwidern. Anscheinend war für Sie alles sehr grenzwertig, was die Anzuhörenden gesagt haben, denn den Begriff verwendeten Sie mehrmals. Der Schülersprecher hat nichts weiter getan, als die Realität an den Schulen dargestellt. Er hat gesagt, wenn ein Schülersprecher gewählt wird, dann muss man davon ausgehen, dass es im September geschieht, so wie es das Schulgesetz vorsieht. Die Erstklässler sind neu, die Fünftklässler sind neu, die Siebtklässler sind neu. Da findet man ganz einfach vielleicht nicht so schnell eine Vielfalt an Kandidatinnen und Kandidaten. Und dieser Kandidat wird dann auch nicht gekannt, weil eben viele neue Schüler einfach da sind. Nichts weiter hat der Schülersprecher gesagt. Er hat hier niemandem etwas abgesprochen, um Gottes Willen, sondern er hat einfach die Realität dargestellt, dass es nicht so einfach ist und dass ein Leben in der Schule nicht einfach das Schulgesetz Seite 24 oder das Schulgesetz Seite 49 ist, sondern Schule ist Leben. Und dieses Leben hat er in seiner Rede dort dargestellt. Und nochmal für die Kreise und kreisfreien Städte. Es kann nicht richtig sein, eine Regelung, die in den Kreisen funktioniert, auf die kreisfreien Städte zu übertragen. Es sind zwei verschiedene Schuhe und die können eben nicht einfach miteinander verglichen werden. Es liegt nicht daran, dass Rostock und Schwerin keine Einzugsbereiche bilden wollen. Das können sie sehr wohl. Das haben auch beide dargestellt. Es geht darum, dass sie kaum Schülerinnen und Schüler haben, die dann von dieser Regelung profitieren. Und das ist überzeugend. Sie sagen, wir brauchen für die kreisfreien Städte eine andere Regelung. Und ein letztes Wort zu Frau Hesse. Einen erwachsenen Menschen, der 8 Kilometer läuft und damit nicht zur Arbeit, das meine ich nicht. Die Kinder laufen 4 Kilometer zu ihrer Arbeit und 4 Kilometer wieder zurück. Der Ranzen wiegt 6 bis 9 Kilogramm. 6 bis 9 Kilogramm. Und ich bezweifle, dass Ihre Kinder hier und auch mein Kind zur Schule laufen. Mein Kind fährt mit dem Bus und bis zur 4. Klasse habe ich ihn morgens hingefahren. Und ich glaube, das macht jeder. Und da zu sagen, ich schaffe hier 8 Kilometer zu laufen, das ist dem nicht gerecht, was wir den Kindern aufbürden, ist einfach nicht gerecht. Dankeschön.